Jo, hey Leute, hier ist Mr. Gonzo, mein Name ist Raphael und willkommen zu einem weiteren Anime Box Opening Video und diesmal zur Fairy Tail dritten Box. Die kam, glaube ich, vor 3 Tagen circa raus, oder vor 4 Tagen, je nachdem. Ich glaube, bringt es wieder Samstag raus, also vor 4, 5 Tagen kam die Box raus, aber habe es jetzt am Freitag jetzt bekommen, weil ich es auf Amazon mir vorbestellt habe. Genau, ich kaufe mir immer nur auf Amazon meine Animes, meistens. Ich gehe auch mal Saturn. Genau. Ich kann euch vielleicht mal ein bisschen. Ich erzähle euch mal, wo ich meine Animes überhaupt bekommen. Es hat, sagen wir so zu 40% Amazon, zu 40% von Saturn, aber so einen speziellen Saturn, den es in München gibt. Da haben sie echt viele Animes und dann eventuell auch bei anderen Saturns oder Mediamarkts und dazu 20% so bei so einem speziellen Laden, der heißt Funtainment, die gibt es nur in München. Genau, da haben sie auch sehr viele Animes, aber da gehe ich ja selten hin. Und ja, fangen wir mal an, machen wir mal auf. Ich meine, wir kommen das ja aufzumachen. Ah, hätte ich doch besser genommen. Naja, egal, geht. Also, ich schaue mir auch das erste Mal Fairy Tail an. Also, heißt, ich habe mir davor kein Fairy Tail angeguckt. Also, bitte nicht spoilern in den Kommentaren. Genau, hier ist auch so ein Ding hier, das machen wir mal weg. Ja, nicht, dass es kaputt geht. Mal wegmachen. Ja, sammeln tue ich sie nicht, aber ich behalte sie immer, weil es ist halt immer schade, wenn man das dann wegschmeißt. So sieht es dann aus. Das ist dann hinten. Okay, es geht irgendwie um ein spezielles Mädchen. Da geht es auch um den einen Typen, um Seraph oder mehr oder weniger Seraph, keine Ahnung. Und er flippt irgendwie aus der Nase. Okay, 600 Minuten Laufzeit. Das ist schön für 45 Euro, glaube ich, hat es gerade. Sagen wir so um die 50 Euro. So sieht die Box aus. So hinten, das ist nicht. Das ist die Box. Oh, nice. Schön, schön. Irgendwie geht es um die. Aber ich weiß gar nicht. Ich glaube. Oh, was ist denn das? Nice. So ein Magnet. Wo soll ich denn das jetzt aufhängen? Naja, wenn ich irgendwo aufhänge, nice. Freut mich. Oh, und dann noch so ein Fairy Tail Zeichen. Ist es so ein Tattoo? Tattooforweak.com. Muss mal reingehen. Geil, so ein Tattoo. Werde ich da mal meine Hand drauf tun. Peter. Dann sowas. Genau, und dann die ganzen CDs. Ja. Das war's eigentlich jetzt damit. Ich bin Feuer und Flamme. Nice. Okay, das ist nicht schlecht. So als kleine Überraschung. Gar nicht schlecht. Okay, Tattoo haben wir auch bekommen. Nice. So sieht's aus. Genau. Ich will mir auch ungefähr am Ende dieses Jahres, Anfang nächstes Jahres mir auch neues Handy kaufen, also neues iPhone, was sagt jetzt iPhone. Ich will mir ein spezielles iPhone kaufen, das heißt Gaming-iPhone. Heißt, das Handy, was ich jetzt hier habe, werde ich natürlich behalten. Ich schmeiße es nicht weg, nur das andere Handy. Ich brauche einfach mehr Gigabyte. Hat auch eine gute Kamera und so und man kann auch da geil zocken und ich könnte vielleicht auch von dort aus auch streamen. Genau, das war mein Plan. Eventuell hole ich es mir auch ein bisschen früher, je nachdem, wie es so mit dem Geld ist. Kann auch sein, dass ich mir auch nächsten Monat hole. Genau. Und ja, ich kann leider noch immer nicht streamen, Leute. Ich kann mit meinem anderen Laptop streamen. Das werde ich dann auch machen, dass ich dann von der Konsole aus etwas streame, heißt auf der Xbox. Also werde ich auf dem Computer, sage ich mal so, erstmal nichts aufnehmen schon, aber nichts mehr streamen auf dem Computer aus, sondern von der Xbox One X oder von der Switch. Muss ich mir überlegen, welche Spiele ich da spielen möchte, was es da so gibt. Vielleicht habt ihr auch ein paar Tipps, was euch so interessieren würde oder was ihr sagt, hey, das ist ein geiles Spiel, aber kein Fortnite und kein PUBG. PUBG ist auf der Konsole total scheiße, nur 30 FPS, sowas werde ich nicht zocken. Und Fortnite ist halt langweilig. Ich finde es lang, also ja, ihnen das eine, also es ist kein schlechtes Spiel. Mir persönlich, ich finde es nicht scheiße, aber ja, finde ich persönlich PUBG ein bisschen besser. Genau. Und
Dann werde ich mal auch mal Stream machen, wo ich. Ja, ich habe ja keine Kamera. Ich müsste mir wieder eine Kamera holen. Oder ich müsste mir meine Kamera holen. Ich habe ja keine Kamera. Ja, okay. Ja, da gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und ja, viel Spaß am Zocken. Lasst euch nicht abzocken. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.